Weiter geht's mit Let's Play L.A. Noire. Wir machen uns an den Fall ran, den wir jetzt gerade bekommen haben beim letzten Mal, nämlich Trunkenheit am Steuer. Aber wir haben schon mitgekriegt, irgendwie ist da was seltsam. Die Frau hat gesagt, sie wurde unter Drogen gesetzt. Das wollen wir uns doch mal anschauen. Noch ein kleines Wort zu den Folgen bisher. Einerseits, ja, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt, das gebe ich zu. Also als ich mir die Videos so angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, an der einen oder anderen Stelle hast du dich doch ein bisschen blöd verhalten. Und am besten war ja, hat mir ja gefallen, jetzt in dem letzten Fall, den wir ja total verkackt haben, da habe ich an der einen Stelle noch festgestellt, die Adresse von Gene Archer und diesem anderen Typen, die stimmt überein. Und dann im Gespräch habe ich es komplett wieder liegen lassen, das Ganze. Und da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen. Also vielleicht sollte ich, naja, ein bisschen schärfer nachdenken, bevor ich irgendwas mache und nicht einfach drauf los agieren. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen. Ich habe auch mitgekriegt, man kann, wenn man jemanden der Lüge bezichtigen will und keinen Hinweis findet, kann man das auch wieder zurückziehen. Habe ich bloß bei den Videos gesehen, dass es da eine Taste gibt, dass man das wieder zurückziehen kann. Weiß ich aber nicht, ob das sich trotzdem irgendwie vielleicht negativ auswirkt. Müssten wir mal ausprobieren. Und noch eine zweite Sache, ich habe festgestellt, dass in den Videos es immer so aussieht, als ob das Spiel total am Laggen wäre. Das ist gar nicht so. Ich weiß nicht, warum der es in der Aufnahme dann immer so seltsam macht. Also das läuft flüssig bei mir. Ich weiß nicht, warum es dann immer so aussieht, als ob es jeden Moment hängen bleiben würde oder als ob es, keine Ahnung, total laggy wäre halt. Oh, Verzeihung. Naja, also wie gesagt, eigentlich läuft es flüssig. Ich weiß nicht, warum es immer so seltsam aufnimmt. Mal schauen, ob es in der Aufnahme jetzt vielleicht ein bisschen besser wird. Oder ob das wieder so ist. Keine Ahnung. Mal gucken. So, diesmal haben wir es ja nicht weit bis zum Tatort. Das ist auch mal ganz angenehm. Ach komm, lass gleich hier hochfahren. Nö, ich fahr gleich hin. So. Unfallstelle, 8.08 Uhr. Na, da sind sie ja noch glimpflich davon gekommen, was? Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? The driver's beat up. Not too bad, considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Was heißt, die geht hart ran? Out of the way, bub. Na gut, schauen wir uns erstmal hin. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. The coroner? Aber die leben doch alle noch, oder? Na gut. Wie kommen wir denn hier am besten runter? Da drüben, wie es aussieht. Wir wollen uns erstmal die Unfallstelle anschauen, würde ich sagen. So wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Mal sehen, wie der Fall jetzt läuft. Also mir wäre es ja ganz lieb, wenn wir den mal wieder erfolgreich abschließen würden. Der letzte, der lief ja nicht so besonders, gebe ich zu. Aber ich fand ihn auch bescheuert. Also der hat mir wirklich nicht gut gefallen, der Fall. Da waren die anderen davor besser. So, den Herrn kennen wir ja. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Was haben wir denn da? So, schau es dir mal an, bitte, Phelps. So what, this is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the corner. Ein Schlüpper liegt auf dem Kofferraum rum. Warum? Warum liegt da ein Slip rum? Ich weiß es nicht. Aber ich fände es cool, wenn ich mir auch was anschauen dürfte. Ideas? This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the corner. Na gut, sprechen wir erstmal mit dem Gerichtsmediziner. Vielleicht weiß der ja was Besonderes. Hallo? Hallo? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the truck. Ja, ich hab's schon gesehen. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Es tut mir leid, ich habe jetzt schon ein paar Wochen lang nicht mehr gespielt. Deswegen muss ich mal ganz kurz schauen. Options, Steuerung.
Vielleicht bin ich gerade einfach nur zu blöd, die richtige Taste zu drücken. Partner rufen, Interaktion angreifen mit der Maustaste, natürlich. Ich versuch's die ganze Zeit mit E und Space und so weiter. Kann ja nicht klappen. Ha. Gut. Ja, toll. Super vorbereitet. Ich weiß. Sorry. Legen wir mal los. Oh Gott, langer Brief. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater zu machen. Es ist alles vergeben. Du liest jetzt aber nicht den ganzen Brief vor, oder? Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen. Und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so ernst gemeint hat. Nicht so gemeint hat, meine ich natürlich. Aus Milwaukee, super. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin mir sicher, Tante Junie passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen. Vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. So. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. She's a long way from home. So, habt das denn jetzt? Den Rest müssen wir nicht mehr lesen, oder? Emma und Holly vermissen dich schrecklich. Es geht ja eigentlich noch weiter. Ah ja. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe, liebe Jessie, komm nach Hause. Bitte, meine ich natürlich, komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter, Camille Hamilton. Okay, wunderbar. Also jemand, der Karriere machen wollte und die Mama war ein bisschen besorgt. So, was hat's mit dem Schlüpper auf sich? Der ist aufgerissen an der Seite. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Ja bitte, das wäre sehr schön. Das sieht irgendwie nach Vergewaltigung aus. So, ach, ich kann noch drehen. Ja, schön. Ich glaube nicht, dass ich darauf irgendwas sehen kann, oder? Wir können es natürlich ein bisschen im Wind herumschwingen lassen. Way! Nee, sorry. Okay, machen wir mal los. Und schauen uns mal den Rest hier an. Das Nummernschild. Irgendwelche Bemerkungen dazu? Könntest das überprüfen lassen, auf wen es zugelassen ist? Das wäre schon mal ganz praktisch. Aber er sagt gar nichts, ne? Ich kann es auch nicht... Ich finde es übrigens total schrecklich, dieses Herumgedrehe, immer bis man den richtigen Hinweis gefunden hat. Aber wenigstens, wenn es irgendwas gibt, dann sucht es sich ja den Fokus meistens. Ich habe das jetzt auch... Ich glaube, ich hatte das am Anfang mal erwähnt, bei The Order 1886, wo das ja auch so ähnlich eingebaut ist. Da hast du überhaupt keinen Fokus, wenn du irgendwas in die Hand nimmst. Und denkst dir immer, was hat es denn jetzt damit auf sich? Aber irgendwas muss doch mit dem Nummernschild sein, oder? Ich meine, warum sonst sollten wir das so anschauen können? Und ohne, dass er etwas sagt. Sonst sagt er ja eigentlich immer, ja, ist uninteressant. Aber hier sagt er gar nichts. Ach komm, Cole, lass liegen. Lass einfach liegen. Bei dir gibt's nichts mehr hier? Nee, ne? Nee. Okay, dann schauen wir mal ins Wageninnere hinein. Oh! War sie nicht angeschnallt? Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Gut, können wir noch irgendwas genauer untersuchen oder? Nee, sieht nicht so aus, ne? Okay. Dann noch auf der Fahrerseite. Ich glaube, Kofferraum öffnen ist heute nicht drin. Ja, das habe ich doch von der anderen Seite auch schon gesehen. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen in den Fußraum schauen, ob irgendwo vielleicht was liegt, aber. Er lässt mich ja nicht. Na gut. Haben wir ja noch was am Rand? Das sieht so aus, als ob hier was liegen würde. Da unten ist doch was, oder? Das ist bestimmt bloß Dreck. Oder? Es sieht aus, als ob da unten was liegt.
Seht ihr das Rote jetzt an Coles Hutkrempe gerade? Ich weiß halt nicht, ob der Tatort so weit geht. Das ist die Frage. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Mensch, Cole zeigt immer richtig Humor. Ist ja Wahnsinn. Okay, welche... Aha, da. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess. Then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okay. Hübsch. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Naja, wenn sie nicht mehr bremsen konnten und es nicht hingekriegt haben, das Ruder rumzureißen sozusagen, dass sie irgendwo anders langfahren, kann das schon passieren. Ich interessiere mich immer noch für das, was da unten liegt. Nein, ich will nicht ins Wageninnere schauen. Das ist mir egal. Da habe ich schon reingeschaut. Ich wollte eigentlich hier vorne irgendwie schauen. Aber nichts Besonderes. Okay. So, den Schlüpper müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Die Musik ist auch weg, stelle ich gerade fest, oder? Zählt das noch als Musik, dieses kleine Gebimmel da? Ich weiß es nicht. Also wenn wir wieder zurück zum Revier machen, dann wollen wir uns das da unten gleich nochmal mit anschauen, würde ich sagen. Jetzt würde ich vorschlagen, befragen wir erstmal die Ladies. Vielleicht zuerst die im Krankenwagen, damit sie dann weggefahren werden darf. Die Frage ist, wo ist der Krankenwagen? Excuse me, officer? Ah, davon. I wanna see. So, dann machen wir da erstmal zu der hin. Weiß gar nicht, wo die andere ist eigentlich überhaupt. Huch, werden ja einfach Wagen reingespawnt. Hier ist was los. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of you? Beasts. I don't like. Keep out of this. Sie scheint noch ein bisschen betüdelt zu sein, oder? Das ist natürlich der beste Zustand, in dem man jemanden befragen sollte. Na gut, angeblicher Drogeneinfluss. Also wenn sie jetzt sagt, sie hat nichts genommen, dann naja, gut. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Ah, das ist jetzt wieder so. Ich meine, ich traue ja auch zu, dass sie sich irgendwas eingeworfen hat, ne? Dass sie rumgekokst hat oder irgendwie. Nee, kokst wahrscheinlich nicht, dann wäre sie nicht so drauf, sondern wäre eher hipplich. Ich weiß es nicht. Mann! Ist es überhaupt wichtig? Ach komm, ich mach mal. Na, hm. Ich zweifle es mal an. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. Bist du auch. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Was war jetzt mit Mark Bishop? Na gut, das können wir dann nochmal schauen. Ich weiß gerade nicht, was ihr jetzt mit Mark Bishop hatte. Das weiß nicht, wo der jetzt herkam. Wir hatten ja gerade über Drogen geredet eigentlich. Na gut, verletzte Beifahrerin. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Oh, wird schon stimmen, denke ich mal, oder? And she's your protege? Okay, dann halt nicht. You could say that. Yeah, that's a nice way to put it. Macht sie mit ihr rum, oder was?
Ich meine, wie hätte ich da drauf jetzt kommen sollen? Kann natürlich... ich weiß... Na gut, von mir aus, was soll's. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Naja, ich meine, der Gerichtsmediziner hat ja gesagt, dass das Ding draufgelegt wurde, um das Gaspedal zu beschweren, ne? Also, müsste das eigentlich stimmen. You don't remember. Auch nicht! Ach, leckt mich doch, ihr seid doch blöd! I don't know anything about a head. Why is everybody talking about a goddamn head? Isn't anyone interested in how I am? Dieses Spiel, dieses Spiel. Es macht mich gerade schon wieder... Ich habe ja gerade das eigentlich wieder angefangen, aber es nervt mich gerade schon wieder unglaublich, dass man eigentlich alles anzweifeln muss und eigentlich ist ja nichts richtig, was sie sagen. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund gehabt. Also ich meine, sie hat gesagt, dass der... dass sie normalerweise nicht von Abhängen fährt. Nehme ich mal an, dass das stimmen wird. Ansonsten müsste man das wahrscheinlich bei einer berühmten Person, wenn sie ständig irgendwo Unfälle baut und... der Gerichtsmediziner hat gesagt, das Ding wurde benutzt, um das Gaspedal zu beschweren. Warum habe ich also einen Grund, das anzuzweifeln? Ich verstehe es nicht. Naja. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Was soll ich denn... Jetzt stört mich gerade zum Beispiel schon wieder... Ich weiß, ich bin gerade schon wieder nur dabei, mich aufzuregen. Aber mich stört jetzt gerade zum Beispiel schon wieder... was soll ich denn da jetzt Wahrheit und Anzweifeln sagen? Ich meine, Anzweifeln wäre wieder, da steckt mehr dahinter, aber... Hat die eine Harry Potter-Narbe auf der Stirn? Ich zweifle es jetzt mal an, einfach aus Gewohnheit, weil ja alles bisher zum Anzweifeln war. Und da wird wahrscheinlich mehr dahinter stecken und deswegen mache ich das einfach mal. Keine Ahnung. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after... My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Gott, ist die schrecklich. Okay, mich hat's gerade schon wieder genervt, dass man wirklich alles anzweifeln musste. Und jetzt bei dem letzten waren halt auch wieder diese Auswahlmöglichkeiten mit dem Wahrheit, Lüge und Anzweifeln unpassend. Weil es in dem Fall nicht darum ging, irgendwas anzuzweifeln, sondern Wahrheit hätte bedeutet, ich lasse es dabei beruhen, wie es jetzt gerade ist, und anzweifeln, ich hake nochmal nach. Dann passt es aber nicht, das so zu nennen. Dann müsst ihr es irgendwie anders nennen, dann könnt ihr das nicht so... Was machst du denn? Verkehrsbeobachtung oder was? Na gut, egal. Okay, sie ist jetzt also doch schon ins Krankenhaus gefahren worden oder wie darf ich das jetzt verstehen? Scheinbar. Scheinbar. Ich werfe mich mal kurz ans Steuer von der Karre. Warum eigentlich nicht? Wir können doch auch mal andere, andere Karren steuern. Okay, ich darf gar nicht. Schade. Gut, dann nehmen wir halt unser Auto. Was soll's. Machen wir uns mal auf zum Krankenhaus. Und ich will am Fuß des Felsens noch gucken, ob das irgendwas ist. Wahrscheinlich aber nicht. Also, normalerweise wäre es schon mal lohnenswert zu schauen, ob das was wäre. Schön. Normalerweise wäre es schon lohnenswert, mal zu schauen, ob das was... Ja, Mann. Ob das was wäre. Aber rein von der Spielmechanik her nehme ich an, dort wird kein Tatort mehr sein am Fuße des Berges. Deswegen wird es wahrscheinlicherweise nichts sein. Nehme ich mal so an. Aber wir schauen nochmal. Ja, ja, lass mich in Ruhe. So, hier ist der Unfall gewesen. Lass mal schauen. Steig mal aus, Cole. Hier vorne war das, ne? Hier.
Nee, kann ich auch gar nicht anschauen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Egal. Ist also nicht von Bedeutung. Dann wieder rein ins Auto. Cole? Cole, wo gehst du hin? Hallo? Cole? Der läuft gerade von sich aus. Was wird denn, dass das fertig ist? Geh bitte zum Auto zurück. Dieses Spiel. Sehr lustig. Sehr lustig. Na gut. Boah, die Bremsen sind aber auch shitty, ey. Ja, ja, der bremst nicht. Da kann ich auch nichts für. Zentralklinik vor allen Dingen. 8.36 Uhr. So, dann wollen wir uns doch hier mal umschauen und die gute Dame befragen. Hallo, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Thank you, madam. You can't hold me here. No! I don't need to be manhandled by a doctor. Feeling better since this morning, Jessica? Hey, a little. Where is the telephone? My head starts to swim. Do you know who I am? So, wir sollten auf jeden Fall mal rausfinden, was für eine Verbindung sie zu der anderen Tussi hat, zu der McAfee.